Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir wieder, was ich in einer Woche als Veganerin so esse. Dabei achte ich nicht auf Kalorien oder sowas, sondern esse einfach das, worauf ich Lust habe. Heute mache ich Pancakes. Dafür gebe ich einen Esslöffel Zucker, 3 gehäufte Esslöffel Mehl, einen gehäuften Esslöffel Haferjoghurt, 1/4 Becher Pflanzenmilch, etwas Zimt und eine Prise Salz in ein Mixgefäß. Das vermixe ich jetzt miteinander. Der Teig war mir etwas zu fest, deswegen habe ich einen Schluck Wasser zugegeben, da ich vorher meine Pflanzenmilch aufgebraucht habe. Nochmal mixen und dann ist der Teig für die Pancakes fertig. Ich habe die beschichtete Pfanne erhitzt und einen Schuss Rapsöl reingegeben. Dann gebe ich jeweils 2 Esslöffel von dem Teig in die Pfanne und versuche die Pancakes möglichst rund hinzubekommen. Und brate sie von beiden Seiten goldbraun an. Die ersten 2 werden auf einem Teller zur Seite gestellt. Der Teig hat insgesamt für 5 Stück gereicht. Auf 2 Stück gebe ich ein paar Blaubeeren. Das macht man aber besser sofort, wenn man den Teig in die Pfanne gibt. Die Küchlein umdrehen. Ich drücke sie mit dem Pfannenwender runter. Auf die Blaubeer-Pancakes gebe ich einen Klecks Marmelade und ein paar Blaubeeren. Auf den anderen gebe ich einen kleinen Rest Haferjoghurt. Darüber kommt Haselnussmus. Und etwas Schoko-Agaven-Dicksaft. Über die Blaubeer-Pancakes gebe ich noch etwas Ahornsirup. Auf einem Fladenbrot aus der Heißluftfritteuse verteile ich vegane Sandwich-Cream auf beiden Seiten. Darauf kommt veganer Käse, eine halbe zerdrückte gesalzene Avocado, gesalzene Gurkenscheiben, Basilikum, halbierte eingelegte Zwiebeln und Salat. Zum Frühstück gibt es den Rest vom Fladenbrot in einer süßen Variante. Auf der einen Hälfte verteile ich Haselnussmus. Darüber kommt Schoko-Agaven-Dicksaft. Alternativ würde auch geschmolzene Schokolade gehen. Das schmeckt dann zusammen wie ein Schokoaufstrich. Dann schneide ich eine reife Banane in Scheiben und verteile sie auch darüber. Und die restlichen Bananenscheiben esse ich so dazu. Außerdem trinke ich einen warmen Kakao. Ich schneide ein paar Bohnenstangen in kleinere Stücke und entferne die Enden auf beiden Seiten. Außerdem hacke ich eine Knoblauchzehe. Dazu koche ich Kartoffeln, Margarine in die Pfanne geben und darin brate ich die Bohnenstangen an. Nach ein paar Minuten gebe ich den gehackten Knoblauch und nochmal etwas vegane Margarine dazu. Ich streue Thymian darüber und zum Schluss träufle ich Zitrone und etwas Agavendicksaft darüber. Außerdem würze ich mit Salz und Pfeffer. Dann wird angerichtet. Darüber streue ich Dillspitzen und dazu habe ich auch noch die andere Hälfte der Avocado von gestern mit einer Gabel zerdrückt und gesalzen. Während dem Essen habe ich übrigens auch noch mehr Agavendicksaft über das ganze Gericht gegeben. Und das hat mega gut geschmeckt. Abends esse ich einen Kartoffelsalat aus dem Glas und probiere zum ersten Mal ein veganes Wurzel. Ich fand es übrigens gut. Und dazu noch eine Scheibe Brot. Danach habe ich noch ca. 100 ml Schokopflanzendrink in eine Glasdose geschüttet.
da, wie ich in dem Video schon gesagt, meine normale Pflanzenmilch aufgebraucht habe. Dazu habe ich 2 Esslöffel Chiasamen gegeben und sie untergerührt. Die am Rand festhängenden Samen schiebe ich mit einem Löffel runter in die Flüssigkeit. Das stelle ich über Nacht in den Kühlschrank. So lange können die Chiasamen durchziehen und daraus wird ein Schoko-Chia-Pudding. Ich habe ein Brot mit zerdrückter gesalzener Avocado und Basilikum gefrühstückt. Ich schneide 2 Zwiebeln in Scheiben, eine halbe Spitzpaprika in Streifen und teile ein paar Bohnenstangen in Stücke und entferne die Enden von beiden Seiten der Stangen. Dann schneide ich ein Drittel von einem Räuchertofu in kleine Streifen. Ich gebe alles in eine Pfanne und brate es in etwas Rapsöl an. Mein Ziel war es dabei nicht, es komplett durchzubekommen, sondern dass es ruhig noch etwas knackig sein darf. Deshalb habe ich es nicht zu lange angebraten. In einem Topf bereite ich schon mal Mienudeln in Salzwasser zu. Zu dem Gemüse kommt gehackter Knoblauch. Dazu gebe ich ein paar Spritzer Zitrone und einen Schuss Sojasauce. Paprikapulver, Pfeffer und ein ganz kleines bisschen Sweet Chili. Dann mache ich den Herd aus und gebe gut Ahornsirup dazu, so 2 bis 3 Esslöffel. Dann mische ich noch einen Teelöffel Sesamsamen unter. Wenn es angerichtet ist, gebe ich nochmals etwas Ahornsirup darüber, sowie Sesamsamen. Leider habe ich erst zu spät gemerkt, dass es gar nicht richtig im Bild war. Und einfach weil ich es gerade da habe und es alles schöner macht, lege ich etwas frischen Basilikum drauf. Das Auge isst ja schließlich mit. Als Vorspeise brate ich Frühlingsrollen an und mache dazu einen Dip aus Sojasauce, etwas veganer Mayo, Agavendicksaft, einem Spritzer Zitrone, etwas Teriyaki und Sweet Chili. Gut verrühren. Die goldbraunen Frühlingsrollen habe ich auf ein Küchenpapier gelegt, damit es das Öl etwas aufsaugen kann. In den Dip gebe ich noch ein paar Sesamsamen und rühre nochmal um. Dann tunke ich die Frühlingsrollen darin. Über den Rest von mittags gebe ich etwas Sojasauce und Ahornsirup und wärme es auf. Dann habe ich wieder Sesamsamen darüber gestreut. Zum Frühstück gibt es den Schoko-Chia-Pudding. Als Topping zerdrücke ich eine reife Banane und verteile die zermatschte Banane auf den Pudding. Darüber kommt Müsli, Nussmix und gepuffter Quinoa. Dann habe ich noch einen veganen Keks in kleine Stückchen gebrochen und darüber verteilt. Mittags gab es Tagliatelle mit einer veganen Bolognese aus dem Glas und Basilikum. Abends habe ich den Rest aufgewärmt. Und spätabends hatte ich nochmal etwas Hunger und habe mir ein kleines Brötchen aufgeschnitten. Die Hälften mit Margarine bestrichen und eine vegane Käsescheibe darauf verteilt. Dann habe ich sie in eine beschichtete Pfanne gelegt und etwas Wasser zugegeben, damit der Dampf, der entsteht, wenn der Deckel drauf ist, den Käse schmelzen lässt. Wenn sie fertig sind, streue ich darüber etwas Paprika und dekoriere es mit etwas Basilikum. Ich habe mir beim Essen auch noch mehr Basilikum draufgelegt. Und dazu ein paar Cherry-Tomaten. Zum Frühstück esse ich eine Scheibe Brot mit Margarine, veganem Käse, Basilikum und ein paar Cherry-Tomaten. Ich dünste 2 geschnittene Selleriestangen in etwas Wasser an, da sie am längsten brauchen. Wenn das Wasser verdunstet ist, gebe ich eine Zwiebel zu.
nochmal einen Schuss Wasser, da ich ohne Öl anbrate. Dazu koche ich gewürfelte Kartoffeln in Salzwasser. Nach 2 Minuten gebe ich geviertelte Bohnenstangen zu. Dazu kommen auch noch die Röschen von 1/3 eines Blumenkohls. Zugedeckt andünsten. Nach 3 Minuten gebe ich Paprikastreifen zu. Das ist die andere Hälfte von der Spitzpaprika. Ich gebe nochmal 2 Schlücke Wasser zu und lege wieder den Deckel drauf. Zum Schluss habe ich noch 1 Esslöffel Margarine untergemischt. Und würze mit Knoblauchpulver, Kräuterlingen, Salz, Pfeffer und meinem Lieblingsgewürz Paprikapulver. ml bis 200 ml Wasser zugeben und mit 1/2 Teelöffel Gemüsebrühe vermischen. Ich habe noch 1 paar Basilikumblätter zugegeben und die Kartoffeln abgegossen. Darüber gebe ich etwas Ahornsirup und außerdem frischen Basilikum. Abends schneide ich von 1 Blätterteig 2 Streifen ab und wickle darin jeweils 1 veganes Wurzel ein. Und verschließe die Enden, indem ich sie leicht andrücke. Das gebe ich bei 170 Grad für 15 bis 20 Minuten in den Airfryer. Dazu habe ich den kleinen Gemüserest von heute Mittag aufgewärmt und gebe noch etwas Ketchup daneben. Sie waren übrigens 20 Minuten drin, ich habe aber immer mal wieder nachgeschaut. Das ist so aus einer spontanen Idee entstanden und ich muss sagen, ich fand's lecker. Ich bestreiche 1 Scheibe Brot mit veganer Mayo und belege es mit veganem Käse. Darüber kommt Basilikum und dazu gibt es Cherrytomaten. Später mache ich mir ein Müsli mit Nussmix, Cashewkernen und Cranberries und zerbreche 1/2 Keks. Da ich keine normale Pflanzenmilch mehr da habe, gebe ich 1 mit Schokogeschmack dazu. Danach habe ich noch 2 Kiwis gegessen. Abends gab es nochmal Wurzel im Blätterteig. Der Blätterteig ist aber leider sehr brüchig gewesen, deswegen habe ich die veganen Würstchen zerteilt und kleine Blätterteigröllchen daraus gemacht. In 1 kleine Schüssel gebe ich Nussmix, ein Cashew-Cranberry-Mix, Müsli und gepufften Quinoa. Danach esse ich noch 1 Kiwi. Dazu gebe ich den Rest veganen Schokodrink. Und da nicht mehr viel drin war, noch 1 Schuss Wasser. Mittags lege ich 1/3 von 1 sehr großen Blumenkohl in 1 Topf. Dazu kommt Wasser aus dem Wasserkocher. Und das Ganze lasse ich auf mittlerer Stufe zugedeckt für 10 bis 15 Minuten garen. Vorher gebe ich noch 1 Esslöffel Gemüsebrühe zu, damit der Blumenkohl etwas Geschmack annehmen kann. Aus 1 Esslöffel Ketchup, 1/2 Esslöffel Sweet Chili, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Ahornsirup und 1 paar Spritzern Zitrone mische ich 1 Marinade für den Blumenkohl. Hätte ich noch etwas mehr Ketchup da, hätte ich davon 2 Esslöffel genommen. Die Marinade würze ich noch mit Knoblauchpulver, Paprikapulver und etwas Pfeffer. Gut mischen. Mit 1 Gabel schaue ich, ob der Blumenkohl weich genug ist und hole ihn dann aus dem Wasser. Dabei ist ein bisschen was abgefallen, ist aber nicht schlimm. Ich lasse ihn auf 1 Küchentuch abtropfen. In derselben Gemüsebrühe koche ich jetzt 3 gewürfelte Kartoffeln für 15 Minuten. Dann kommt die Marinade zum Blumenkohl.
Ich reibe sie auch etwas mit den Händen ein, damit alles gut bedeckt ist. Dann wurde ich etwas abgelenkt, weil mein Nachbar sich leider ausgesperrt hatte. Deswegen wurde es dann etwas chaotisch und ich konnte es nicht gleich in den Airfryer schieben. Ich hätte den Blumenkohl wohl auch etwas länger abtropfen lassen sollen. In den Airfryer gebe ich dann noch eine gewürfelte Zwiebel. Das schiebe ich für 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad in den Airfryer. Dann habe ich gemerkt, dass ich vergessen habe, Semmelbrösel auf den Blumenkohl zu streuen. Das habe ich dann nachgeholt, aber leider nicht mitgefilmt. In die gleiche Schüssel, in der ich die Marinade angerührt habe, gebe ich, ohne sie auszuwaschen, 3 Esslöffel ungesüßten Haferjoghurt, dazu Paprikapulver, Kräuterlinge, eine Aioli-Mischung, die ist aber nicht unbedingt nötig, ich will sie einfach nur aufbrauchen. Außerdem Salz und Pfeffer. Zu den abgegossenen Kartoffeln habe ich etwas Margarine gegeben. Zum Glück bleiben Kartoffeln länger warm, wenn sie zugedeckt im Kochtopf liegen. Auf einem flachen Teller verteile ich die Joghurtmixtur in der Mitte. Darauf kommt der Blumenkohl und die Zwiebeln. Dazu noch die Kartoffeln. Über die Kartoffeln verteile ich Dillspitzen. Dann gebe ich noch veganes Pasta-Topping über den Blumenkohl. Das wollte ich eigentlich auch vor dem Heißluftfrittieren machen, aber in dem ganzen Chaos habe ich es ein bisschen vergessen. Darüber kommen noch Kräuterlinge und etwas Petersilie. Das war wieder mal mega lecker. Man kann den Blumenkohl auch im Backofen backen. Ich habe aber aktuell keinen, deshalb benutze ich den Airfryer. Abends waren wir Burger essen und haben uns eine Pommes geteilt. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch gerne ein Abo da.